Autotagebuch, 31.07. und 1.08. Hey? Also gestern und heute. Ja, ich habe zu Chassis gesagt, Chassis, du bist zu langsam. Du bist zu langsam. Da hat er gesagt, ich zeig dir jetzt, wie es geht. Ich zeig dir, wie es geht. Da hat er die zwei Schüsse rausgeholt und hat erstmal losgeschossen. Und das ging ja wirklich schnell. Halb vier haben wir Feierabend gemacht und dann war Richtfest. Hey? Firma Fähnrich, hier ist der Jensi und da hinten der Tarek mit seiner kleinen Mütze. Waren auch dabei, das ganze Büro der Firma Fähnrich. Wir danken nochmal für die schönen Salate hier, Kartoffelsalat und Gürkchen und hier gemischten und Knoblauchcreme. Es war alles da. Es war ein wunderbarer Abend. Wir haben, der Bauleiter war da, Architekt, alles. Der Kali musste grillen, der ist der Jüngste. Wir haben gesagt, der Jüngste grillt. Kali ist immer der Jüngste der Familie hier. Der hat aber schön gegrillt. Guck mal hier, das hat er einmal fein gemacht hier. So, Mensch, du grillst aber schön. Da sagt er, ja, ich komme aus Thüringen, ich kenne mich ein bisschen aus mit der ganzen Materie. Ja, auf jeden Fall. Hier, Fleischerei Mauf, alles fein, hat der Christian geholt, alles, da weiß der Bescheid, was er holen muss. Ey. Hier ist Christian, Prost Christian, grüß dich. Ja, und da hat man ein richtig schön kleines Richtfest gefeiert. Ich selber persönlich habe dann auch hier, seht ihr ja hier, so einen Chili-Taler gegessen hier. Ich habe auch Roster gegessen, aber ich dachte, so einen Chili-Taler, die waren richtig lecker, kann ich sehr empfehlen. Schön scharf und ich habe neu getroschen hier, volle Hütte. Aber da war ein bisschen scharf. Bier war natürlich genug vorhanden. Wir hatten ja, Kühlbox voll und Christian hatte dann immer hier solche großen Kühlboxen voll geladen, volles Programm ja, nee. Und Carly ist jetzt hier ja auch hier und ja, da hat nochmal schön reingepackt. Wunderbar. Ja, das war auf jeden Fall, abends war das dann alles alle. Also, wir haben dann ordentlich reingeleuchtet. Dort einmal frei, Carly hat es gut gemacht. Ja, und dann ja, hatten wir Radler, hey, und Darek hier seine komische Mütze. Bei Max ging die bis über die Nase, bei Darek reicht es bloß auf der, oben ein bisschen auf dem Kopf drauf. Ja, ist egal, aber sieht erstmal auf jeden Fall sieht erstmal ganz niedlich aus. Hey. Dort wieder Handzeichen, Handzeichen, das ist immer das, was wir immer machen. Handzeichen und ein Gruß hier und wir halten eben alle zusammen. Hey. Das hätte das Darek verheiratet ist, also falls irgendwelche Frauen hier denken, hier, Darek ist so frei. Hey. Prost, Christian, dort alle, die ganze Runde. Dort Peter war immer kurz da, alle da. Ja, und da haben wir schön den Abend ausklingen lassen. Und was natürlich auch schön war, es ging bis halb 12. Ja, schön mit Ori, ja, bis halb 1 sogar. Hier haben wir dann noch ein Gruppenfoto gemacht, das ist ein Selfie von, ja, wisst schon, naja, ihr wisst schon, von Justin. Ja, dann war ich oben, das war jetzt nächsten Tag, das war der erste, da hat hier, ja, da haben wir hier Schiefer dran genagelt, wieder an die Kehle, alles hier. Und hier ist eine Nachenkiste. Ich habe ja Nachenkisten auch gerne, aber solche Schlippen sind Nachenkisten nicht so geeignet. Aber egal, Hauptsache die Schieferkehle kommt rein und ja, die haben wir schön eingeladen. Ja. Einmal frei, gucke hier. Ja, und heute früh kommt der Marco vorbei. Der Marco brachte frische, schöne, leckere Hackebeterbrötchen. Also, ne, er brachte Hackebeter mit, die haben wir natürlich erstmal geschmiert. Ich sage, pass auf, die schmieren wir gleich im Wohnwagen unten. Es war so halb 10 rum. Ich sage hier schön Pfeffer drauf und schön ja, Pfeffer und Zwiebeln. Ich habe mal alles da gehabt zum Glück. Hey. Aber ich habe schon wieder die Fleischerei vergessen, wie sie ist. Das war jetzt nicht die Fleischerei im Hof, das war. Oh, ich habe es vergessen, tut mir leid. Auf jeden Fall habe ich hier schön hier, die Zwiebeln hier schön aufgeschnitten. Hier aus Tränen, kleine Zwiebelringchen. Ich habe auch keine Ahnung zum Schneiden. Wie gesagt, das war ja Richtfest gestern. Das war nicht so einfach, zum frühen Morgen hier die Zwiebelgrößen ordnungsgemäß herzustellen. Aber ich hab's, ich denke mal, es hat, ja, es sieht erstmal von Weitem, sieht erstmal gut aus. Also, da fliegt die Hälfte runter, oh, Hälfte. Naja, kleine Strahlen da drauf, nützt ja nicht. Dann sind wir hoch, sagen Marco, los, komm, wir nehmen gleich Kaffee mit hoch für die Jungs und machst du schön Milch nach hier und die Brötchen stellen wir hin. Da haben wir die ganzen Jungs zusammengetrommelt und los ging's. Erstmal, ja, ich habe erst ein kleines Kind, ich dachte, das ist erstmal so. Ich habe dann, glaube ich, 8 Stück habe ich gegessen. Das ist zu viel, ich weiß. Aber frisches Fleisch ist nun mal was Schönes, ja. Justin auch, hier, Tarek, alle haben sie reingehauen, Carly, wie sie alle heißen, hier, der ganze Batterie, weißt du? Ja, dort, lecker, ja, fein, fein, fein. Ja, irgendwann haben wir gesagt, wir müssen aber eigentlich heute ein bisschen was machen hier. Da haben wir dann hier, ja, vorne ist dann fertig geschaltet jetzt alles. Die Gauben müssen noch gemacht werden, aber es ist erstmal alles zu, die Dämmung ist trotzdem öfter Dämmung, also es ist erstmal dicht die Hütte. Ach so, dann kam hier der Markus vorbei als Oberfranken. Das war, danke nochmal an Markus, dass er uns besucht hat. Carly hat mittlerweile, da hat dann hier irgendwas gebaut, da sagte ich, habe hier ein Patent erfunden. Ich sagte, das ist so gut aus. Ja, da hat er hier irgendwie so ein Ding gebaut in der Kante. Ich habe gesagt, gib mal her, das Ding, ich teste das gleich mal. Und ja,
Ja, ganz gut. Da hat er gesagt, da will er Patent anmelden. Ich sage, müsste machen, aber da muss ich beeilen. Ne? Weil wenn ich das Video zeige, dann sieht es jeder. Und dann, naja, das war's halt. Gut, tschüssi, schönes Wochenende.